Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Feed the Beast, Staffel 6. Jetzt schon die 7. Folge und ich muss mich nochmal entschuldigen wegen der letzten Aufnahme. Da war es ja ein bisschen scheiße mit dem Mikrosound. Ich habe das aber jetzt alles wieder hingebogen. Und ja, kann auch mal passieren. Bin ich jetzt auch nicht unbedingt stolz drauf, dass da die ganze Aufnahme das so komisch, das war richtig scheiße zum Anhören. Ich hoffe, jetzt ist es besser. Ich habe da ein paar Einstellungen geändert und habe auch schon eine Testaufnahme gemacht und es sollte jetzt eigentlich alles weg sein. Und wir sind jetzt wieder hier in unserer Welt, wo wir ja letztes Mal schon so einiges gemacht haben. Wir haben hier zum Beispiel schon Zuckerrohr und alles und ich glaube, ich muss die Sounds dann doch nochmal ein bisschen runterstellen auf 20%. So, das passt schon eher. Und ja, hier mal Zuckerrohr, da kann ich eigentlich auch gleich mal wieder anbauen, was ich gerade geerntet habe. Weil davon werden wir bestimmt noch viel mehr brauchen, als wir bis jetzt haben. So. Alles hier einfach entlang hinpflanzen. Und hier haben wir ja noch den Berg, der muss ja noch weg, stimmt ja. Da sollte ich eigentlich gleich mal mir eine Schaufel machen, am besten aus Eisen jetzt mal. Wir hatten ja sonst immer nur Steindinger. Aber jetzt möchte ich auch mal Eisengeräte benutzen, weil es einfach schneller geht und ja, es ist eigentlich Standard. Also hier, Steingeräte sind kein Standard, das ist einfach nur armselig, wer sowas eine ganze Staffel lang oder so benutzt. So wie ich damals in Staffel 1. Das waren noch Zeiten. Und ich glaube, die Musik ist auch noch ein bisschen zu laut. Oder? Hätte doch sonst genervt. So geht's doch. Ich hoffe es doch mal. Und ich könnte mir auch mal eine Playlist anlegen. Also eine richtige Playlist. Nicht nur so Minecraft-Musik, sondern eine andere, die ich mir dann halt selber zusammenstelle. Oder was weiß ich. Ja, da muss man natürlich auch darauf achten, dass man die Lizenz hat oder lizenzfreie Musik nimmt. Und nicht hier, dass man mit Urheberrechtsproblemen dann gestraft ist am Ende. Das wäre ein bisschen schlecht. So, und Alter, wie viel man hier weggraben muss, das ist einfach nur unfassbar. Also wir werden hier wahrscheinlich noch länger dran sitzen, aber es ist ja jetzt auch nicht schlimm. Wir wollen uns natürlich nicht nur mit den Mods beschäftigen, sondern auch was Cooles bauen. So. Ja, dann holzen wir das hier mal alles weg. Und dann will ich auch nochmal eine Sache gucken, die fällt mir gerade ein. Ob hier ein bestimmter Mod drin ist. Da würde ich gerne nochmal nachschauen. Und zwar gibt es ja diesen Carpenter's Blocks Mod. Und da wollte ich doch mal wissen, ob es den auch hier im Modpack mit enthalten gibt. Da kann ich gleich mal gucken. Evas, genau. Add Mod Car... Carpenters, nee, gibt's nicht. Oder ich kann nochmal so suchen, Carpenters Blocks. Carpenter, das war der andere. Dann gibt's noch Carpentry Hammer. Zweimal, warum auch immer, keine Ahnung. So. Ja, nun gut, also dann, ich hatte mir nämlich überlegt, ob wir da vielleicht mal ein bisschen was mit diesen Chisel und so machen können. Aber leider wird das wohl nichts, weil es den Mod hier einfach nicht gibt. Das ist natürlich dann schlecht, aber naja. Können wir jetzt auch nicht ändern. Und mich nervt ein bisschen, dass man hier wirklich nur mit Doppel-W sprinten kann und nicht mit STRG. Ich habe mir das nämlich mittlerweile schon ziemlich angewöhnt, immer mit STRG zu sprinten. Aber ich denke mal, mit der Zeit müssen wir hier damit zurechtkommen. So. Ach so, wir haben ja den Dingens-Mod drin, den Inventory-Mod, dass das Zeug gleich wieder nachsortiert wird. Wenn eine Schaufel kaputt geht oder irgendwas sich verbraucht. So. Na dann. Komm, alles weg hier. Alter, und hoffentlich muss ich jetzt nicht niesen. Habe ich nämlich gerade schon wieder so ein Gefühl in der Nase, dass ich hier niesen muss. Das wäre ja schlecht.
So. Okay. Ich versuche gerade ein bisschen weniger zu reden, damit ich halt, wie gesagt, nicht niesen muss. Aber das ist eigentlich auch ein bisschen lächerlich, weil ich kann das ja eigentlich rauscutten oder sonst was. Oder was Schönes drüberlegen. Irgendein Dubstep-Song. Och nö, ich hasse Avira. Vor allem wegen diesem scheiß Geräusch hier. Ist richtig, das fräst sich so richtig ins Ohr. Mensch, lass mich in Ruhe. Das kann man aber nicht abstellen, das kommt immer wieder. Manchmal kommt es nach 5 Minuten, manchmal kommt es nach einer Stunde, ich weiß es nicht, woran das liegt. So. Naja, wir kommen auf jeden Fall einigermaßen gut voran hier. Es ist schon mal eine Menge, die wir jetzt abgetragen haben, aber dafür verbrauchen sich natürlich auch die Schaufeln. Ich würde sagen, wir müssen erstmal eine Basis schaffen, dass wir erstmal an so Erze rankommen wie Diamanten und Eisen halt genug und so. Weil ohne das wird's halt nix. Ich muss da noch mal gucken. Es geht ja jetzt alles in den Diggers Backpack, ne? So. Hier haben wir schon eine Kiste, dann könnte ich die mal dafür benutzen. So, Sand und Erde. Hier auch noch mal alles da rein. Und hier können wir auch den Sand rausholen, den wir hier schon drin haben. Und auch noch oben rein tun. Das passt einfach besser. Und unten machen wir halt zum Beispiel Setzlinge, Karten. Haben wir da schon was? Nee. Das erste Karten jetzt, was wir haben. So, und jetzt passt schon wieder nichts mehr rein. Na super. Das mögen wir ja. So, hier haben wir Cleanstone noch drin. Was haben wir denn hier? Ne, haben wir auch nicht. Da muss auch hoch. Wir werden so viele Kisten noch brauchen hier. Was ist das? Quarried Stone. Da kann auch mal hier rein. Haben wir noch irgendwas Essbares, was ordentlich ist? Wir haben noch Lamp Chop. Das kann ich auch mal reintun hier. Noch irgendwas? Ich glaube ja nicht, ne? Äpfel hätten wir noch. Was ist das hier? Bluebells? Aha. Sorry, wenn ich mich immer mal räuspern muss, aber ich denke mal, das kann man verkraften. Cooked Chicken nehme ich mir mal mit. Das Gehirn kann weg, das Zeug auch. Eisen nehme ich mal mit. Vorsichtshalber, Kohle, ja. So, und dann gehe ich mal los. Wir ernten ein bisschen Zeug. Ach so, wir haben ja eh noch Schweinefleisch. Habe ich ganz übersehen. Ja, sorry jetzt. Und hier müssen wir natürlich auch noch ein bisschen Kohle abbauen. Weil davon haben wir halt nur noch einen halben Stack oder so. Und Kohle braucht man wirklich immer. Auch dann für den Macerator und so eine Sachen. Ich weiß noch nicht, wann wir den Macerator und sowas machen werden. Ich möchte mich jetzt erstmal mit anderen Sachen beschäftigen. Weil ich bin ehrlich gesagt, muss ich sagen, ich bin kein richtiger Freund von diesen Sachen, wie Macerator und irgendwelche Scheiße. Und Generator und was gab's da noch? Geothermal Generator oder bla. Da bin ich kein Freund von, weil das irgendwie jeder schon mal gemacht hat. Weil Feed the Beast ist wirklich so abgedroschen. Und Feed the Beast Unleashed ist halt insofern was anderes, dass es wirklich mit anderen Modpacks teilweise so eine Mischung ist. Und halt nicht dieses Classic Feed the Beast oder Feed the Beast Ultimate oder was weiß ich. So. Und deswegen habe ich halt jetzt auch Feed the Beast Ultimate Unleashed jetzt genommen. Und nicht irgendein anderes, weil es die anderen halt schon zuhauf gab. Und auch weil das hier 152 ist, das gefällt mir ein bisschen besser. Da gibt es nämlich noch ein paar mehr Sachen als bei 147. Vor allem auch im Inventar und so kann man mehr machen. Und ich denke mal, das ist schon ein guter Vorteil. Also muss ich mich
Mit 1.4 würde ich jetzt nicht unbedingt noch zocken wollen. Weil das halt mega veraltet ist. Ein 1.5 geht da noch. Auch wenn 1.5, na gut, jetzt ist 1.8 raus. Wo ich das aufnehme zumindest. Wenn ihr das seht, ist wahrscheinlich schon 1.10 raus oder so. Oder wie das dann heißt, keine Ahnung. Aber 2.0 wollten sie es ja nicht nennen. Na gut, Notch wolltest du ja nicht nennen, aber der hat es ja jetzt verkauft an Microsoft, seine Firma. Und da können sie natürlich jetzt auch machen, was sie wollen. Da können sie jetzt auch Minecraft 2.0 dann bringen, obwohl das Notch nicht wollte. Ich hasse Gravel, ne? Das ist so scheiße. So. Weg da. Und koppel dahin. So, auf welche Höhe sind wir denn? 20, okay, also nicht mehr weit. Warte, ich lasse das hier mal einfach an. Ach so, da vorne sehen wir es ja eh bei der Minimap. Finde ich sowieso geil, dass man da hier immer die umliegenden Höhen auch sieht. Das ist nicht schlecht. So, ich denke mal, bis hier machen wir. So, was ist das hier für ein Erzinnerbar-Ohr? Hatten wir aber auch schon gefunden, letzte Aufnahme. Und noch mehr Kohle. Aber ich bräuchte jetzt ehrlich gesagt mal Eisen, ein bisschen. Warte mal, ich mache mir jetzt erstmal hier eine Schaufel. Das mache ich nicht mehr mit hier. Ich habe keinen Bock mehr, den scheiß Kies immer so abzubauen. Also ganz ehrlich, Freunde, da habe ich wirklich bessere Verwendungsmöglichkeiten für meine Zeit. So, hier hätten wir zum Beispiel schon Eisen, das erste. Natürlich gerade ein einziges, wisst ihr? Aber das Gute ist, jetzt brauchen wir es wieder. Nicht so wie sonst immer in Staffel 5, wo wir immer Eisen gesucht haben. Oder gefunden haben. Und ich habe das halt immer mitgenommen, obwohl wir es gar nicht brauchten. Aber jetzt ist wirklich Not am Manne. Und wir brauchen das. Und hier ist Water Infused Stone. Aha. Den kenne ich auch schon. Also zumindest die Bezeichnung sagt mir was. Aber ich weiß natürlich mal wieder nicht, was man damit machen kann. Kommen da jetzt diese Shards raus? Warte mal, da muss ich mal gucken. Miner's Backpack. Ja, Water Shard ist das. Ach so. Zack. Digger's Backpack kann auch mal weg. Aber wir brauchen jetzt wieder Fackeln. Ah, da ist natürlich auch in Miner's Backpack jetzt die Kohle. Nee, komm, da hole ich mir noch mal alle Kohle raus. Machen wir mal 4. Und dann zack. So, haben wir jetzt erstmal 32 Fackeln. Ich denke, das reicht. Vorerst zumindest. Mal sehen, wie weit wir damit kommen. Bin ich ja mal gespannt, wie viel wir jetzt noch hier am Strip Minen sind. Ja, ich gucke auch immer oben mal auf die Minimap, was da so los ist. Wir graben uns zum Beispiel jetzt auf eine Schlucht zu. Also ist zwar jetzt noch ein bisschen weiter, aber eine Schlucht wäre auch mal nett. Oder ist auch mal nett, wenn wir die dann haben. Geil, guck mal hier, haben wir gleich Diamanten gefunden. Ah, da grabe ich erst drumrum ein bisschen. Geil. Achievement gets diamonds. Sehr cool. Alter, wie viel? Wie viele Diamanten haben wir jetzt bitte gefunden? 9 Stück. Das ist ja geil. Und ganz komisch angeordnet. Liegt da natürlich auch wieder an mehreren Mods, dass die Erze hier nicht wie in Vanilla angeordnet sind und dann vielleicht auch ein bisschen häufiger sind. Ja, weil nach über 2 Jahren Vanilla kenne ich die natürlich schon, wie die angeordnet sind, immer die Erze. Da weiß ich immer schon alles auswendig, diese ganzen Flöz-Varianten, sag ich mal. So, warte mal.
Oh, noch mehr Eisen, das lässt mir natürlich nicht entgehen.